Okay, hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Tesla, heute mal wieder zu einer weiteren Folge Evolution Craft 2 und heute mal mit dem... Gutiefrik, hallöchen. Und, ja, man hat's schon gehört, der liebe Tesla hatte bessere Audioqualität als ich jetzt mittlerweile. Denn er hat sich ein schönes Mikrofon gekauft und, ja, die Audioqualität ist doch mal feierbar, denke ich mal, oder? Was hast du dir jetzt eigentlich nochmal genau geholt? Ich habe mir das Beebone SC440 geholt im Podcast-Bundle. Auch haben will, einfach nur. So, und so eine kleine Information. Meine letzte Folge war ja die, wo ich gesagt hatte, dass das wahrscheinlich an Project E liegt. Es liegt nicht an Project E, deswegen haben wir Project E jetzt nochmal reingemacht. Es lag irgendwie an den Log-Files, so wie ich das mitbekommen habe. Stimmt das so, Benny? Was lag es jetzt eigentlich genau? Es lag, und darauf hätte ehrlich gesagt niemand wirklich kommen können, aus irgendeinem Grund daran, dass wir dem Server zu viel RAM zugewiesen haben. Okay, jetzt lag es aber auch gerade in dem Moment schon wieder. Es ist teilweise echt irgendwie sehr random. Gerade eben haben wir so ein bisschen getestet gehabt, wie schnell man jetzt abbauen kann, beziehungsweise... wie gut man abbauen kann, und da ging eigentlich jeder Block instant. Und jetzt gerade eben wieder nicht. Das ist irgendwie immer so ein bisschen komisch. Lol. Nein, jetzt bin ich in meinen Keller geflogen. Okay, der Server leckt gerade schon wieder. Das ist extrem komisch. Ach man, du. Ja gut, aber was wir machen, können es dann leider nicht ändern. Es sei denn, wir würden auf einen anderen Hoster, ja, umsteigen. Lol, aber leckt es bei dir jetzt auch gerade so? Jo, weil ich verstehe es nämlich ehrlich gesagt nicht, weil wie gesagt, wir haben ja gerade getestet, damit wir uns sicher sind, dass die Aufnahme relativ gut läuft, und jetzt geht's gerade überhaupt nicht. Das ist richtig komisch. Naja, gut, was will man machen? Hoster Unlimited halt, ne? So, hier, genau. Der produziert das Ganze hier schön weiter. Und ich möchte mir mal aus Project E diesen Chemical Back machen, den auch der liebe Tesla hat. Warte, bevor du dir den craftest, warte eine Sekunde, ich bin eine Sekunde mit einem bei dir. Achso, du, okay, ja stimmt, die kann man ja auch mit EMC machen, hehe. Genau, das ging ja, das finde ich sehr nett, so, und dann... Es ist nicht mal ein Diamant, also ein bisschen mehr als ein Diamant. Das ist so krass, ist einfach, was man mit diesem, was man damit einfach machen kann, so. Ist Query geportet, mal gucken, wie lange es jetzt dauert. Wie gesagt, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, warum das teilweise einfach so random anfängt zu laggen. Gut, können wir leider nicht ändern, der neue Hoster, der ist leider auch für uns nicht, beziehungsweise da kommt auch kein anderer Hoster in Frage im Moment. Hat sich jetzt auch gerade gekickt? Timed out, ja. Als so aus, als hätte ich gerade eben den Server zum Abschmieren gebracht. Als ob. Ja. Mensch, was machst du da? Ja, Entschuldigung. Das kann es aber echt gut nicht sein. Ich hätte gesagt, wir machen hier einfach einen ganz kleinen Cut und warten einfach, bis der Server wieder online ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir dann wieder. Der Server scheint wieder zu laufen. Deswegen gehen wir dann einfach mal wieder drauf. Und logging in. Funktioniert das? Ja. Läuft es? Ja. Yay, wir sind wieder drauf. Und die Query scheint wieder fertig zu sein. Hier ist der ganze Stuff hoffentlich... dann sonst rausgeploppt, was noch so da war. Okay, das scheint auf jeden Fall mal so zu sein, deswegen bauen wir jetzt diese Kiste einfach mal ab und es laggt wieder. Ich verstehe das einfach nicht, das ist einfach so komisch. So, machen wir das da rein. Gut, was wollen wir produzieren? Wir wollen produzieren... das Warpbook wollte ich auf jeden Fall nicht wegmachen eigentlich. Ich weiß gar nicht, ich brauche gerade im Moment einfach ja, gar nichts, ne? Ja, kann ich auch nur... genauso unterschreiben. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Zeug noch herstellen soll. Was bist du überhaupt im Moment dran? Beziehungsweise ganz kurz in meinem ME-System. Wie viele Folgen hast du eigentlich im Moment? ja, ich habe gerade einen 600er, tut mir leid. Ich habe im Moment, ich glaube, das hier sollte die 49. sein. Okay. Die 49. Dann hast du ja bald die 50 geknackt. Ja, krass läuft bei dir. Bei mir ist das jetzt gerade mal die 20. So. Jo. Also,
Brauchst du 1-2 Dias irgendwie? Ich hab 27.000. Wie viele? 27.000. 27.000? Alter. Ja. Im Ernst? Ja. Okay. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Gold bei der Query machen und dann möchte ich eigentlich... Ach nee, Quatsch. Ich möchte... Haus Query... Warte, wir gehen zum Haus. Ich bin gerade irgendwie extrem verpeilt wieder. Das ist total schlimm. Mein Haus so ein bisschen anfangen. Da wollte ich so einen kleinen, ja, wie soll man sagen, so einen kleinen Turm bauen. Kein wirkliches Haus, habe ich mir jetzt überlegt. Come on, dude. Und dafür brauchen wir dann natürlich... Lol, sind die ganzen EMC dann auf einmal weg, wenn man das rausmacht? Okay, nee. Dafür brauchen wir da natürlich auch ein bisschen Holz. Und da möchte ich dann mit Spruce wohl so ein bisschen arbeiten. Das ist so lästig einfach mit den Decks, ne? Hast du das jetzt schon eins schon aufsammeln können? Nee, anscheinend nicht. Nee, du hast mir jetzt noch nichts gegeben. Ja gut, da unten liegt ein Alchemical Bag für dich. Ach, das ist nett. Dankeschön, Benny. Das finde ich sehr cool. Würde ich den auch aufsammeln können? Hä? Wo liegt denn der? Ich bekomme den nicht. Kann den nicht einsammeln. Ah, jetzt, ja. Den konnte ich einsammeln. Den anderen kann ich nicht halt ein bisschen einsammeln. Ah. Das ist ja auch egal, der... Und ihr seht, in diesem Chemical Bag ist so viel Stuff, beziehungsweise so viel Platz für Stuff einfach drin. Das ist einfach ein bisschen krass. So, und... Kann es sein, dass auch die EMC-Geschichte gerade so ein bisschen rumlaggt? Naja, wenn der Server lag, dann laggt auch die EMC-Geschichte. Weil das, da... Ach nee, Quatsch, da ist gar nichts drin. Kann ja gar nichts produzieren. So, jetzt produziert der nämlich ein bisschen Spruce Wood und Spruce Wood bräuchten wir halt. Und dann gehen wir jetzt einfach mal Richtung Quarry und werden dort dann einfach mal, ja, Gold wollte ich herstellen einfach. Und dann machen wir dann einfach diesen Energy Collector noch dran. Nun, ich muss jetzt erstmal die ganzen Bienen, ich habe irgendwie immer durch die Quarries Bienen in meinem ME-System, die einfach nur fehl am Platz sind. Lol. Ja. Ich habe übrigens irgendwie diese Eternals Fuel Blocks. Was ist das überhaupt? Weißt du das? Oder Eternal Fuel? Ja, das ist im Prinzip Kohle, die du mit diesem Philosopher's Stone umgewandelt hast. Weil ich habe die nämlich einfach bekommen, als ich die Kollektoren abgebaut habe. Und ich habe keine Ahnung, warum ich die bekommen habe. Ist, ey, okay, also es ist echt nicht spielbar gerade. Also wirklich überhaupt gar nicht. Hm. Ich kann gerade einfach gar nichts machen. Das ist wohl wahr. Mein Hin- und Her-Porten geht gerade, aber ich kann jetzt auch wirklich auf die Sache nicht wirklich zugreifen. Oh Mann, es tut mir auch echt so leid, dass ich sowas auch hochladen muss. Ja, schon. Weil wir einfach alles hochladen müssen, was auf dem Server passiert. Und ich weiß nicht, das ist echt nicht mal feierbar. Und ich verstehe auch einfach nicht, woran das liegt. Echt schlimm. Ja gut, was man... Ich kann ja schon mal den Anfang hier vielleicht sitzen. Und zwar wollte ich... beziehungsweise... Bin gerade am Überlegen noch, wie ich das machen möchte. Na, eigentlich will ich hier nur eine Tür haben. Wenn man die dann abbauen könnte. Das funktioniert halt einfach nicht, ne? Mal eine Frage, so, ich weiß nicht, My Little John, wie lange hat er jetzt nichts mehr hochgeladen? Bald vier Tagen oder so. Ja, okay. Ja, nee, ich meine nur, weil der hat hier irgendwie sau viel nochmal gemacht, aber... Wo ist eigentlich dem sein Grundstück überhaupt? Das ist direkt neben meinem, also direkt neben deinem. Das mit das, dem... Das da. Ach, das hier. Das, was das, der baut mit Specs zusammen, also... wollte. Okay. Wir sind ja beide sehr inaktiv. Ja, das Problem mit Specs ist halt... Lol, was sind Fluxcrystals? Was kann man damit machen? Welche Fluxcrystals? Was die hier alles am Produzieren sind. Okay, das ist leicht krass. Ja, wie gesagt, die haben halt auch nichts mehr gemacht, weil der Server halt ein bisschen sehr am Laggen war in letzter Zeit. Ja. Deswegen kam zum Beispiel von mir nichts, weil immer, wenn ich Zeit hatte, hat der Server einfach geleckt, genauso wie jetzt. Ich verstehe einfach nicht, warum. Und ja, keine Ahnung. Wir waren zum Beispiel vorhin noch mit dem lieben Ender Creeper auf dem Teamspeak
Und der hatte zum Beispiel gemeint, dass der Server nicht mehr laggen würde, beziehungsweise in dem Moment, wo wir ihn gefragt hatten, nicht laggt. Allerdings, ja, keine Ahnung. Scheint das nicht unbedingt mehr der Fall zu sein. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist so komisch. Wie gesagt, das ist auch echt irgendwie ein bisschen. Ja, es tut mir leid. Von daher, wenn es jetzt eh nicht aufhört zu laggen, hätte ich einfach mal gesagt, dass wir die Folge an der Stelle auch einfach beenden, weil Ja, das wäre echt das Klügste. das funktioniert so einfach nicht. Werde ich einfach hier, keine Ahnung, was ich hier reinmache. Ich weiß es nicht. Lass einfach den, beziehungsweise ich lasse das hier einfach so durchproduzieren. Und dann hätte ich gesagt, ja, wäre es das mit dieser Folge Illusioncraft gewesen? Ja, guckt auf jeden Fall mal beim Tesla vorbei auf dem Kanal. Da gibt es ja auch ganz viele schöne Videos. Und ja, ich hoffe mal, dass wir uns in der nächsten Folge Evolutioncraft wiedersehen mit ein paar weniger Lags. Vielleicht haben wir das Problem bis dahin ja auch schon gelöst. Falls irgendjemand eine Idee hätte vielleicht, woran das liegen könnte. Vielleicht so eine Ferndiagnose. Vielleicht nur irgendeine Idee einfach unten rein in die Kommentare. Kann ja sein, dass da irgendjemand die Idee hat. Und ja, dann wäre es das von mir. Jo, haut rein, bis zum nächsten Video. Und Und ciao, Leute. tschüss.